Ja, hallo und herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube. Ich bin wieder auf Reportereinsatz für Sie. Und wohin, das erfahren Sie nach dem Intro. Aus einer WhatsApp-Gruppe habe ich vorhin erfahren, dass sich auf der B34 beim Möbelmarkt Dogern sich ein Unfall ereignet hat. Polizei, Krankenwagen und Feuerwehr sind schon vor Ort. In diesem Sinn, Film ab. Dogern. Drei Verletzte und rund 20.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Samstagmittag auf der B34 bei Dogern. Ein Skoda-Fahrer fuhr nach Mitteilung der Polizei gegen 14.25 Uhr aus der Gewerbestraße in die bevorrechtigte Bundesstraße ein und kollidierte mit einem Dacia. Es kam zu einer heftigen Kollision, wodurch der Skoda auf der gegenüberliegenden Seite nach rechts von der Fahrbahn gestoßen wurde und rückwärts mehrere Meter eine Böschung hinabstürzte. Der Skoda landete direkt neben einem mächtigen Baum. Wegen der Schwere der Verletzungen wurde der Skoda-Fahrer mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Seine 50 Jahre alte Beifahrerin und der 78 Jahre alte Dacia-Fahrer kamen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. An den Autos entstanden Totalschäden. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr alarmiert. Im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr Dogern mit 10 Feuerwehrleuten und einem Fahrzeug, berichtet Andreas Rock, Kommandant und Einsatzleiter. Ihre Aufgabe bestand darin, die ausgelaufenen Betriebsstoffe zu binden und anschließend aufzunehmen. Thank you.